Guten Morgen zu Quistel Let's Play 377. Ich habe hier 7 Spiele offen sowie 2 Herausforderungen. Ich fange mit Guest 9206 624 an. Rund um die Welt. Welches der folgenden Länder liegt neben Spanien und Portugal ebenso auf der Iberischen Halbinsel? Was ist außer des JFK Airports ein Flughafen in der New York Metropolitan Area? In Österreich und ist die Trafik eine beliebte Verkaufsstelle. Was kann man dort unter anderem kaufen? Glaube Religion. Welches dieser Sternzeichen wird nicht den Luftzeichen zugerechnet? Wie nennt man in der ägyptischen Mythologie die Katzengöttin? Wer ist der wichtigste Prophet in der Religion des Islam? Nun nehme ich Katja Nakiwaki. Essen und Trinken, was ist das? Was ist nicht der Name einer Kartoffelsorte? Welche Rebsorte findet man normalerweise nicht in Champagner? Bücher und Wörter. Wer schrieb das Buch Illuminati? Wer gehört nicht zum TKKG-Team? Wo spielen Donna Leons Krimis um Kommissario Brunetti? So, der nächste wird Kerzebär sein. Wie heißt dieser italienische Käse? Welche Teesorte wird mit Bergamotte aromatisiert? Aus welchem Land kommt der Schnaps Metaxa? Draußen im Grünen. Wie wird die Larve des Maikäfers genannt? Vor etwa 540 Millionen Jahren kam es zur sogenannten Kambrischen Explosion. Was passierte damals? Was zeichnet nachtblühende Pflanzen aus? So, jetzt kommt Tatma. Was wird in Beaufort gemessen? Was entstand etwa 300.000 Jahre nach dem Urknall und ist noch heute im Universum nachzuweisen?
Welche der folgenden Zahlen beschreibt die Zahl Pi am besten? Sport und Freizeit. In welchem Jahr wurde der Fußballtorhüter Oliver Kahn geboren? Auf welche besondere Art feierte Stürmer Mario Balotelli einen seiner Treffer im Halbfinale der Fußball-EM 2012 gegen Deutschland? Wodurch ist Nick Valenda bekannt? Nun nehme ich Herr Rippchen dran. In welcher Disziplin wurde Lars Riedl Olympiasieger und Weltmeister? Wie nennt man diesen Schwimmstil? Wer ist der amtierende Weltrekordhalter im Zehnkampf der Männer mit 9.126 Punkten 2023? Macht um Geld. Welches Land war nie eine Monarchie? Wie nennt man die Art von Darlehen mit niedrigen Sicherheitsanforderungen, die häufig im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008 stehen? Welche Organisation gibt bei Suchaufträgen sogenannte Red Notices, rote Notizen, heraus? Nun folgt Fipsi 1874. Im Labor, was bezeichnet man als Kuipergürtel? In welcher Entfernung umkreist der Mond die Erde? Wie viele Monde des Planeten Saturn wurden bisher entdeckt, 2024? Medienunterhaltung. Der Goldene Prometheus war ein deutscher Journalistenpreis. Wem wurde dir der Goldene Prometheus nie verliehen? Ein massiver Hurrikan im Süden der USA und der Auslöser der größten Sexismusdebatte seit Jahren tragen denselben Vornamen. Welchen? Wie heißt dieser Schauspieler?